In der letzten Folge habe ich mein Wanderabenteuer im Torres del Paine Nationalpark begonnen. Eines der Highlights war hierbei das Valle Francés. In dieser Episode geht es weiter mit dem Highlight der ersten Tage, den Torres selbst. Und dem Weg zum Campamento Serón an Tag 4. Hola gringo, bienvenido a las Torres del Paine. Tag Nummer 3. Ich hatte gerade eine erfrischende kalte Dusche im Camp Los Cuernos dort unten, meiner Schlafstätte der letzten Nacht. Heute führt mich der Weg zum Fuße der Türme, der Torres, und zum Campamento Torres, denn mein Plan ist, von dort morgen früh hinaufzusteigen, um die Torres bei Sonnenaufgang zu bewundern. Die Länge der Strecke beträgt heute ungefähr 20 Kilometer und der Start sieht doch ganz vernünftig aus. Den ersten Teil des Weges bin ich wieder einmal entlang des Lago Nordenskjöll gewandert. Hier hatte ich tolle Aussichten auf die weite Landschaft, bevor ich ins nächste Tal mit dem Namen Valle Ascensio kam. Nach der Mittagspause im beliebten Refugio Chileno ging es weiter bergauf zum kostenfreien Campamento Torres, wo ich einer der ersten war, die dort ihr Zelt aufschlugen. Da ich so früh vor Ort war, konnte ich sogar schon eher zu den Torres hinaufsteigen als zunächst angenommen. Das ist es also, das Highlight und der Namensgeber des Nationalparks, Torres del Paine. Amazing. Die drei nadelartigen Granitberge liegen in der Mitte des Nationalparks und sind zwischen 2600 und 2850 Meter hoch. Tag Nummer 4 und ja, ich sehe schon ziemlich fertig aus. Der Grund dafür, es hat die ganze Nacht geregnet, sodass mein Zelt nass ist und auch mein Schlafsack, den ich heute Morgen mit hinauf zu den Torres genommen habe, um den Sonnenaufgang zu sehen, der dann jedoch nicht so recht stattgefunden hat. Ich bin also recht froh, dass ich gestern schon einmal oben war. Heute geht es in Richtung Campamento Serón weiter. Das liegt ungefähr 20 Kilometer von hier und bis dahin hoffe ich, dass ich meine Sachen irgendwie getrocknet bekomme. Die Häuser dort unten gehören zum Gebäudekomplex vom Hotel Las Torres und markieren circa die Hälfte der heutigen Strecke. Glücklicherweise wurde das Wetter immer besser und sorgte zusammen mit den starken Winden für ein schnelles Trocknen meiner Sachen, die ich um den Rucksack gebunden hatte. Die meiste Zeit des Nachmittags bin ich entlang des Flusses Rio Paine gewandert, bis ich letztlich das Camp Serón am Ende eines langen Tages erreichte. Im letzten Teil mache ich mich auf den Weg ins Gletschergebiet. Ich feiere die Erklimmung des Passes mit neu gewonnenen Freunden und ich zeige euch das beeindruckende Campo de Hielo Sur. Folgt mir auch auf Instagram und auf Twitter. Bis bald. Wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, schaut euch die letzte Folge an und abonniert diesen Kanal auf YouTube. Zudem habe ich einen komplett kostenlosen Reiseführer für die Wanderung in Torres del Paine verfasst. Der Link findet sich unter diesem Video.